Guten Morgen aus Quebec. Wir haben Tag 5, wir sitzen aktuell im Bühnenwettbewerb. Wir haben heute Morgen schon die Nummer von Cody Stone gesehen. Wir haben auch Martin Eisele schon geprobt. Ja, jetzt schauen wir mal, was uns noch erwartet. Ungewöhnlicherweise möchte Lars auch noch mal was sagen. Guten Morgen. Und Stefan? Danke, Jenny. Bis später. Ja, und später war dann die Probe von Martin Eisele wieder im Close-Up-Saal. Wird das Licht eingestellt, die Kameraeinstellungen werden besprochen und so weiter und so fort. Stellprobe gemacht und bei den Wettbewerben ist es übrigens so, in den Pausen sind hier extra DJs engagiert, die dann auflegen. Und hier gab es einen lustigen Moment, da hatte der DJ einen Glückstreffer und da gab es richtig Partystimme. Der DJ hat sich gefreut, hat versucht, das dann hinterher nochmal zu provozieren. Das hat dann nicht mehr funktioniert, aber es war schon sehr lustig. So, jetzt Martin Eiseles Auftritt hier in diesem großen Theater. Und da hat auch alles gut funktioniert. Ich glaube, er kann zufrieden mit seinem Auftritt sein. Und auch hier sind wir natürlich auf das Votum der Jury gespannt. Ja, die Händlermesse. Wir wurden gefragt, ist es da wirklich so leer? Und wir haben euch hier tatsächlich mal so einen kleinen Rundgang gemacht. Und da seht ihr wirklich ganz, ganz viele leere Tische und da haben sie sich jetzt was zu überlegen. Ihr habt es gesehen, so wie hier sah es an ganz vielen Stellen hier in dieser Händlermesse aus. Und da haben die Händler gesagt, da muss man doch was machen können. Und da hat die Messe gesagt, ja, da machen wir was. Wir machen euch das viel schöner und gemütlicher. Ja, und das haben sie gemacht. Und statt dieser leeren Tische haben sie dann diese Tische hingestellt. Gut, die sind auch leer, aber dafür stehen die jetzt hier überall und immerhin sieht es nicht so aus, als würden Händler fehlen, sondern jetzt sieht es nur noch so aus, als würde Publikum fehlen. Ist ja schon mal ein Schritt. Also, falls ihr noch Zeit und Lust habt, kommt vorbei, Platz hätten wir noch. Und falls ihr es nicht schafft, dann haben wir uns extra für euch ein bisschen verzaubern lassen, zum Beispiel hier bei Karl Schad, Christian Schenk. Ja, mal wieder auf der Händlermesse. Christian, als zweiter Stand, den wir heute interviewen, beziehungsweise den wir überhaupt interviewen. Aha, gibt ja auch so viele. Genau. Nenn doch mal was Positives über die Händlermesse, weil gemeckert haben wir, glaube ich, schon genug. Ja, uns. Wir sind das Positive auf der Händlermesse. Wir hatten eben den Vorschlag gemacht, beziehungsweise wir sollten mit den Veranstaltern vielleicht noch mal reden, dass wir die letzten 10 Tische, die jetzt hier noch sind, vielleicht oben ins Foyer stellen. Was meinst du? Ich fände es super. Ich hatte auch gestern schon mit der Organisation gesprochen, dass man mal die ganzen leeren Tische entfernen würde, um einfach und auch vielleicht den Raum ein bisschen zu verkleinern, weil das absolut möglich wäre, weil hier alles abgetrennt werden könnte. Mir wurde das Feedback gegeben, das ist eine tolle Idee. Und eine tolle Idee. Hey, vielleicht klappt das ja am Samstag, an dem letzten Tag. Mal gucken. Ja. Ich finde es echt schade, weil der Weg ist echt hier weit und ich glaube, ihr würdet echt mehr Spaß dran haben. Die Leute würden, glaube ich, auch mehr kaufen, wenn die kürzere Wege hätten, wenn es echt vorne im Foyer wäre. Da ist Platz ohne Ende. Und ist Platz ohne Ende. Das war ja auch so bei der FISM in Rimini. Italien wird es ja jetzt auch wieder. Und das hatten die Jungs einfach wirklich auch besser gemacht. Okay, da gab es auch ein, zwei Händlerräume, die ein bisschen weiter weg waren. Aber ansonsten hatten die halt rund um das Theater selbst herum die ganzen Händler aufgestellt. War für mich wesentlich besser, war auch toll für die Leute, die eingelassen werden wollten ins Theater, weil wenn die Langeweile hatten, die brauchten sich nur umdrehen und konnten sich einen Trick angucken. Und hier müssen die sich dann erstmal auf einen langen Marsch hin machen. Es kommt mir ein bisschen vor wie für die Älteren unter euch, wie Castle Wolfenstein. Erinnerst du das noch? Ja, ja. Ne, weil wenn du an diesen Mauern vorbeiläufst, gehst um die Ecke, irgendwie sieht es genauso aus. Ja. Ich habe mich so oft verlaufen und stand vor verschlossenen Türen. Aber ich bin der Endgegner. Kommt zu mir, ich zeige euch die besten Tricks hier auf der Messe. Dann zeig uns doch mal heute deinen Lieblingstrick oder deinen schönsten Trick oder deinen tollsten Trick, den du hier gerne verkaufen, supporten möchtest. Also das ist immer noch das Destiny Deck, unser Klassiker, war mit am erfolgreichsten immer mal wieder. Und ja, das ist von David Gonzalez. Ich liebe dieses Kunststück und führe es auch sehr, sehr gerne vor. Und würdest du es einfach mal machen? Ja, mach mal gerne. Okay, es sind aber so 2-3 Minuten, da musst du jetzt schon ein bisschen warten. Wann ist dein Geburtstag, bitte? 16.8., also im August, okay. Okay, August. Nee. Weißt du, hey, ich mache das meistens immer auf Spanisch oder auf Englisch, aber ganz selten auf Deutsch. Aber wir probieren es einfach mal. Hast du schon mal was von der Schicksalskarte gehört? Eine Glückskarte, das hat man schon mal gehört, so eine Lucky Card. Aber die Schicksalskarte, die kennen nur ganz, ganz wenige. Aber jeder hat seine eigene. Und ich glaube, bei deinem Geburtstag bist du im Bereich von einer Peak
müsste unter der Peak 7 sein. Ich glaube, sowas um die 4, 5 oder 6. Ich lege mich mal fest. Ich glaube, deine Schicksalskarte müsste die Peak 5 sein, okay? Wir probieren es einfach mal aus. Wir haben hier ein Kartenspiel. Ich möchte dich bitten, irgendwo mal auf das Kartenband zu tippen. Welche Karte soll es sein? Jetzt muss ich einfach mal fragen, möchtest du auf dieser Karte bleiben oder möchtest du wechseln? Okay. Nur wenn ich frage, das zweite Mal, wird es tatsächlich zu deiner Schicksalskarte. Du hättest ja jede wählen können, oder? Hättest du hier drüben gewählt, dann wäre es ein Kreuz gewesen. Da drüben wäre es, ach komm, ich zeig's einfach mal. Ich habe das Spiel nämlich nie gemischt. Es ist alles noch komplett in der richtigen Ordnung. Also hier wäre Kreuz gewesen, da Herz. Da siehst du schon, da sind wir im Peak-Bereich. Und wie ich schon mir schon dachte, deine Schicksalskarte, natürlich ist das die Peak 5. Soweit, so gut. Es ist sehr magisch, aber es ist gar kein Kartentrick. Wenn es ein Trick wäre, dann dürfte ich es ja auch nicht wiederholen. Erste Regel in der Zauberei, niemals einen Trick wiederholen. Möchte ich aber. Nur um dir jetzt eine Frage zu beantworten, die du möglicherweise jetzt in deinem Köpfchen hast. Und zwar verdammelt. Na, machen wir es mal auf ganz neutral. Mensch, hätte ich mal irgendwo anders drauf getippt, was wäre denn dann gewesen? Wir finden es raus. Ich halte einfach mal hier die Trennung zwischen der Peak 5 und den anderen Karten. Wenn du diese Karte nicht gewählt hättest, wo hättest du getippt? Und auch da frage ich jetzt nochmal nach, möchtest du auf dieser Karte bleiben oder möchtest du wechseln? Sehr gut. Das zweite Mal macht sie zur Schicksalskarte. Und du weißt ja jetzt schon, wie es funktioniert. Diese Karte, die du wählst und wo du auch bleiben möchtest, sollte natürlich die Peak 5 sein. Ne? Und genau das ist dann auch passiert. Es ist die Peak 5. Ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Wir haben natürlich noch zwei Probleme zu lösen. Das erste Problem ist, was ist eigentlich mit der anderen Peak 5, die ja auch dabei ist. Und wie schon gesehen, die ist es schon längst nicht mehr. Die zweite Frage ist, Moment, das ganze Spiel war doch nie gemischt und in der Peak 5 gehört zwischen die Peak 4 und die Peak 6, oder? Und in dem Moment hat sich wirklich das ganze Spiel neu aufgebaut und du wirst sehen, dass auch immer noch hier die Karte zwischen der Peak 5, der Peak 4 und der Peak 6 ist. 4, 5 und 6. Das macht soweit Sinn. Nicht, dass ich es verstehe, aber es macht Sinn. Nicht schlecht, oder? Wir können noch eine Stufe weitergehen. Ist eigentlich schon verrückt genug, aber wir machen es jetzt absolut unmöglich, indem wir dieses Mal gar nicht mehr die Peaks verwenden. Ich nehme die einfach mal kurz raus. Ist das so okay oder soll ich einfach an dieser Stelle Schluss machen? Wir machen einfach weiter. Ist ja schön, dass auch mal jemand hier ist. Hey! Okay, nein, wir nehmen alle Peaks raus. Ja, das Peak, das Herz also lassen wir drin. Das bedeutet, wir haben noch genau 39 Karten. 13 Herz, 13 Kreuz und 13 Karo, richtig? Und wir bleiben bei diesen paar Karten. Wir ignorieren diese hier. Nenn mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 39 und sei nett, wir zählen dahin. Oh, die 2. Okay, ich muss noch einmal fragen, möchtest du bei der 2 bleiben oder möchtest du wechseln? Nein. Auch dadurch, dass ich das wiederholt habe und du bestätigst 2, wurde es zu deinem Schicksal. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Hier wäre die erste Karte gewesen, die nächste Karte ist es dann auch schon, die zweite. Sollte natürlich jetzt eigentlich die Karo Dame sein, aber das ist nicht die Schicksalskarte, ist ja die Pik 5. Geht nicht, ist ja hier drüben. Aber wenn hier drüben schon was passiert ist, und zwar, wenn hier gar keine 5 mehr ist, dann ist möglicherweise tatsächlich auf 2 deine Schicksalskarte, die Peak 5. Ja, und das ist das Destiny Deck. Genau. Nicht wundern über den Preis, das sind kanadische Dollar. Morgen sind das 150, am Wochenende 100, 200 Dollar vielleicht. Inflation, ihr wisst Bescheid. Zu Hause sind es 80 Euro. Viel Spaß nach Deutschland. Schöne Grüße. Wir sind zurück auf der Händlermesse bei Alexandra Duvivier, ein Stand, der bis gestern noch vollkommen leer war. Wir fragen mal, wie das kommt. Alexandra, yes. Hey, it's so spontaneous. We didn't practice any of this. this isn't take number 3. But Alexandra, it's nice that you're here. Where have you been all the time? Okay, like if I have vanished, come on. No, in fact, I was in the dealer's room over there, in the lecturer dealer's room. And now they have split and just gathered the two of them. So this way we are in the same room and I have been acknowledged. Wow. And now we see you as well. And it's nice to see a little more more action here and some more magic, of course. So would you mind to show us one of your most beautiful effects that you have here? Okay, that's tough to choose one, but one of my favorites. Come closer. Let's see. I have here, I have a small pack of cards, only blue cards. The only card you need to remember, sorry, is the 8 of clubs. Let me show you. 8 of clubs. That's it. 8 of. But to be really frank with you, you know, I do have 2 8s. So let me show you the 2 8s. That's it. But because you insist, as you are insisting,
I can show you three, that's it. And you know what, because you really insist, let's do it with four. That's amazing, what a crowd, you are wild. So maybe, by any chance, do you remember the color of the bags? It was blue. That was before, but that was right. Thank you for following along. The thing is that maybe you remember the faces of the card? Eight of clubs. That's right, but that was before too, because now it's only red, you know, blue. To sum up, I have only one eight, but it's red, come on. I know it's a difficult trick even for me, especially for me, I should say. I don't remember, did I show you that trick already? No? Because it's a pretty nice trick to follow. Maybe too difficult, you're right. Let's forget it. That's wonderful. Thank you very much. What's the name? Yes. How's it called? And for those who are not here right now, how can they get it even from if they're not at FISM? Oh, that's a very good question. Thank you for asking. Thank you. That's my job. This is called Aladdin from my daddy. Hey, that's daddy. And you can, let's say, well, you can just email me, connect to my Instagram, what an advertisement, and just keep in touch and we can send worldwide. Crazy, isn't it? Indeed. Thank you very much. It was a pleasure and it was really fun. Danke. Thank you so much. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, wir sind am Stand von, nicht von Super Mario, sondern, what is your name? My name is Bontley. And you're from MS Magic, from Hong Kong? From Hong Kong, yes, that's a long way. Okay, great. Would you like to show us one of your tricks that you're selling here? With this one, with this deck of cards? No. This magic happens, you know, with a blink of an eye. So watch this very closely. If I snap my finger, it will slightly move and then one card will appear. But that's just the first card. You know what? Let's do one more. Snap my finger. And now the second card. And you know what? I find it two cards is too less. You know, let's do maybe to the side. And let's do one more to the other side. And ladies and gentlemen, here we have one, two, three, and four aces. And that's magic. Thank you very much. What's the name of the effect if somebody wants to order it and how can they get it from you? Well, this is called Waken and they can go on our website magicismstore.com or find us MS Magic on Google. Klassische Ausrüstung für einen Zauberer ist natürlich der Zauberstab. Und was wir jetzt hier gerade gelernt haben, Magic Wand in French. Hi, first, what is your name? My name is Malik. Nice to meet you, I'm Lars. And maybe you can first tell us and our audience, what is Magic Wand in French? Magic Wand in French is Baguette Magique. Baguette, like we only know baguette from the bread, of course. But of course, yes. Yeah. So. And speaking of magic wands, here is a selection of them. Where do you get them? On my website, hogwarts.bigcartel.com. And where do you get them from? I make them out of wood, so in our backyard there's a big forest behind us, so we just get wood from there, and our family also helps us get wood. Oh wow, so you're collecting wood and then you make all these on your own. So each of these is unique? Exactly, there's no copies of them. Maybe they're gonna look a little bit like one of them, but of course the wood is gonna be different, the sculpting, everything's different about them. Oh wow, I mean, and there's a lot of them, obviously. How long do you do this? It's been 2 years, but every one takes 30 minutes to 1 hour to make. Wow. How old are you? I'm 13. 13 years old, wow. And you do magic yourself, I guess? No, I don't. I just started recently. Okay, and how did you get the inspiration? Did you read like Harry Potter or something, or what is the... We were watching the Harry Potter movies, me and my family, but I wanted wood, but online I thought they were too expensive and they're all the same, so I just made one myself, and it just evolved from there. I made a couple more, I got my first orders from Facebook, and it just... Exploded. Exactly. Wow, and I see it comes with in a beautiful package, and it comes with some paperwork, what is included? The paperwork just explain what the wand is, the story behind them and everything, and the little bottle is the number, the identification number of them to just make them more important. Oh, wow, very nice. And how much are they? They're all $40.
$40. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, für $40 kriegt ihr hier einen von diesem jungen Mann handgefertigten Zauberstab. Und dabei ist auch eine kleine Beschreibung, was dieser Zauberstab Besonderes kann. Und in dieser kleinen Flasche ist die Seriennummer, denn das sind alles Unikate. Bestellen kann man auf seiner Webseite, die Adresse blenden wir ein. Thank you very much and good luck. Am Abend gab es dann die Mystery Gala, moderiert fantastisch von Alain Choquette aus Kanada und John Archer aus Großbritannien. Unter anderem war hier auch Jana Felicitas mit im Programm. Und am Ende kam noch der Papst, gespielt von keinem Geringeren als Michael Amar. Ja, hallo. Wir haben gerade die Mystery Gala gesehen. Im Hintergrund sehen wir noch das Abschlussbild. Jan, kannst du uns deine ersten Eindrücke von dem Abend erzählen? Es war ein sehr verrückter Abend. Die Gala war einfach genial. Es war mit die beste Gala, nur die Eröffnungsgala war noch ein Tickchen besser, meines Erachtens. Es war absolut lustig. John Archer ist fantastisch gewesen und ja, man muss dabei gewesen sein. Welche Nummer fandest du besonders herausragend? Tatsächlich wie immer eigentlich Jana. Also nicht umsonst deutsche Meisterin der Zauberkunst. Sie ist einfach fantastisch. Ich fand die Nummer sogar, oder wir beide haben uns eben ganz schön unterhalten, ich fand die Nummer besser als bei den deutschen Meisterschaften noch. Also einfach genial. Wirklich sprachlos. Ja, vielen Dank, Jan. Sehr gerne. Lukas, was möchtest du noch ergänzen? Es war, glaube ich, die lustigste Gala von allem. Also es war wirklich ein Fokus auf Comedy. Das Moderatoren-Duo, was sich gegenseitig so ein bisschen geneckt hat, war super. Wir hatten Eric Leclerc mit seiner Comedy-Nummer. Also es war eine sehr lustige Gala heute. Das Fantastische, wenn man so eine FISM besucht, ist, dass man einfach Stars der Szene hier auch einfach auf dem Gang mal sieht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin ein Sammelkünstler. Mein Name ist Sean. Sehr gut? Und Ihnen? Ja? Yay! Yeah! Super! My Oma and Opa are from Germany. Oh, really? I lived in Zweibrücken for 4 years. And wow. Not even Germans know Zweibrücken, actually. Really? Yeah. So I was on Disney Cruise Lines, and a gentleman came up, and he offered me a pen. And he was the mayor of Zweibrücken. And I said, I went to school in Zweibrücken. I did kindergarten there. And he's like, what? I said, no, really? He says, really? I said, yeah, you know, I lived there. There was a Canadian Air Force base, and my father did magic at that. So my first language was between English and Deutsch when I started. That's amazing. Yeah. But you made it back to... I came back to Canada, and I lost most of the Deutsch, which was, it was fun to learn. My Oma and Opa, they kept pushing it to keep it going. And when they passed, I sort of lost it all. But I still love Germany. I have a big place in my heart, definitely between schnitzel and beer. One of the other. That's a good choice. On the other hand, we love. Actually, I thought I didn't like Poutin. Oh yeah. But today I had another one, and that was a good one. Yeah. So it depends on which one you have, right? Yeah, it certainly does. Don't trust when they say they have poutine. Make sure you get the right one with the squeaky cheese and the nice gravy. Not all the extra things thrown on top of it. Just straight good, and do it while you're drinking. Maybe that's the best part. Talking about FISM, what is your favorite part of FISM? The contestants. Just watching the competitions and seeing young people that are all working to make something very special. They've spent the last at least 2-3, sometimes up to 10 years working on an act. And to see them up there shining in front of like thousands of their peers is just an amazing experience. Yeah, and having all those magic moments sometimes when you see new people you never heard before shine and suddenly be on the world of magic. I would 100% agree with that. I book the acts for the International Brotherhood of Magicians, so I try to keep track of who's out there and what's going on. And when I see a new act out of nowhere, it's like my eyes just light up, my heart gets big going, I've got to find these people and congratulate them and offer them contracts. And I hope that a lot of the people that perform here, winners and people who aren't the winners, all get opportunities to perform around the world. And did you already have some of those magic moments, people that you like? I'm not going to name any of them, but I've had at least 4 really great moments that made me smile. One person did something that I created, so it was really cool to see it in the way that they wanted to present it. Another was just very humorous. Another very magical with a great manipulation. I love solo, spotlight, and I'm really excited for tomorrow because I know several of the competitors tomorrow, and I know it's getting just better and better every day. We're looking forward to that. Thank you so much for your time and for your dedication to magic. It was really great to see you yesterday in the gala show. It was amazing. Thank you very much. Thank you very much. Wiedersehen. Thank you. Ciao.
Und nach der Gala hat dann auch nochmal die Händlermesse aufgemacht. Hier wird gerade Juliana Chen verzaubert, Mitglied in der Jury bei den Bühnenwettbewerben. Und da dürfen wir jetzt auch so ein kleines bisschen wieder Frieden schließen. Wir haben ja eben schon so ein bisschen gelästert über die Umbauten hier. Und jetzt zeigt sich aber, dass sie doch gut funktionieren, wenn man das Konzept auch ein bisschen anpasst. Denn jetzt gibt es nochmal einen Late-Night-Abend. Händlermesse ist nochmal geöffnet. Und die Stühle, die ihr eben gesehen habt und die ganzen Tische, wir drehen uns mal so ein kleines bisschen, sind jetzt hier auch entsprechend, werden gut genutzt. Und hier ist nämlich jetzt die Magic Jam Session. Und es gibt da drüben sogar eine Bar. Also man kann was essen, man kann was trinken, es wird gezaubert und der ein oder andere verliert sich auch hier oder verläuft sich auch hier an einen Händlerstand. Und damit dürfen wir uns für den heutigen Tag verabschieden. Der Stefan, den dürfen wir entschuldigen, der ist schon im Bett, deswegen habt ihr jetzt gerade auch relativ wenig Off-Text von ihm gehört. Der musste irgendwann mal schlafen, wir haben heute Mittag ein Stündchen Schlaf nachgeholt. Ich sage einfach nur noch Danke, Jenny. Was möchtest du noch sagen? Danke, Lars, und gute Nacht. Tschüss. Wir haben noch was vergessen. Wir sind noch mal da. Also schon noch extra noch mal aufgestanden, zur Händlermesse gefahren, Jan noch mal geweckt. Wir müssen nämlich noch was sagen. Zwei Dinge, ganz wichtig. Erstens, falls ihr es nicht schon getan habt, bitte unbedingt abonnieren, liken, gerne auch einen Kommentar schreiben. Vielleicht, was ihr euch noch wünscht. Wir haben ja nur noch zwei Tage. Also wenn ihr noch was sehen wollt oder Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und Jenny, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch ein Geschenk für dich von der Gala. Oh, mein Herz. So, jetzt aber. Yeah.